BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Wird präsentiert vom Mediamarkt Club. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem morgigen Bundesligaspiel im Signal Iduna Park gegen Borussia Mönchengladbach. Ein herzliches Willkommen gilt wie immer auch unserem Trainer Thomas Tuchel und ich bitte Sie um Ihre Fragen. Bitte schön, dann fangen wir an. Herr Tuchel, Sie haben ja nach dem Spiel in Frankfurt deutlich Kritik an Ihrer Mannschaft geübt. Haben Sie jetzt unter der Woche auch die entsprechende Reaktion auf dem Trainingsplatz gesehen? Ja, wobei wir nicht mehr beweisen können, ob das wegen der Kritik war oder trotz der Kritik. Aber unsere Trainingswoche war herausragend gut. Eine sehr, sehr gute Woche hinter uns. Überragend trainiert Spieler. Viele Spieler sind zurückgekommen. Es war ein hoher Konkurrenzkampf, eine hohe Leistungsdichte. Und deshalb fühlen wir uns Stand jetzt top vorbereitet für morgen. Nach dem Kollegen Schwenneker machen wir weiter mit Harald Grundmann von der ARD. Das Mikrofon kommt gerade, bitte. Ja, Herr Tuchel, warum haben Sie denn so scharf reagiert nach dem Spiel in Frankfurt? Weil ich meine Mannschaft mag und weil ich jeden Tag mit ihr trainiere und weil ich weiß, welches Potenzial in uns steckt und in den einzelnen Spielern steckt und weil wir aus einer Serie kamen mit 4 Siegen in Folgen, darunter 2 in der Champions League, einer gegen Bayern München. Und diese 4 Siege, die waren alle sehr ähnlich. Die waren spielerisch, technisch, taktisch nicht auf unserem allerhöchsten Niveau. Aber sie waren so wie so eine aufsteigende Treppe und bis zu dem einschließlich Sieg gegen Bayern München dann mit dem absoluten Siegeswillen, mit einer Leidenschaft, mit viel Herz, mit dem entscheidenden Biss. Wir haben teilweise diese Siege uns wirklich da rein verbissen, um diese Spiele zu gewinnen. Zu erster Linie dann auch am Schluss gegen die Bayern, wo wir natürlich auch Glück und so weiter zu gebraucht haben, aber wir haben uns das verdient. Und aus all diesen Eindrücken und dem Wissen um unser Potenzial, dann fahren wir zu so einem wichtigen Spiel in Frankfurt gegen einen absolut direkten Konkurrenten, mit dem Wissen, dass Leverkusen in München spielt, dass Gladbach gegen Hoffenheim spielt und können so einen wichtigen Schritt machen. Und ich habe so wenig gespürt von all dem, was uns ausgemacht hat in den 4 Spielen davor. Und deshalb war ich sehr enttäuscht und deshalb war ich sehr emotional nach dem Spiel. Und deshalb diese Reaktion, für die ich mich dann entschieden habe. Nur, Sie müssen wissen, wenn ich mich so fundamental ärgere und wenn ich mich so grundsätzlich ärgere und auch die Worte wir benutze, ärgere ich mich immer auch über mich selber und beziehe mich immer automatisch auch dort mit ein. Und deshalb kam es zu dieser Reaktion und ja. Sport Live, Bijan, bitte. Ja, Herr Tuchel, ein Kritikpunkt war ein ständiges Auf und Ab, also mangelhafte Konstanz in Ihrer Mannschaft. Wie erklären Sie sich das? Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer zu erklären, aber es ist halt für mich als Trainer, indem ich immer wieder auch die positiven Ausprägungen und das Potenzial meiner Spieler sehe, schwer auszuhalten und schwer zu ertragen. Ja, das gebe ich auch zu. Und natürlich in so einer wichtigen Phase der Saison ist mir das nicht so gut gelungen, auszuhalten am Samstag. Das zu erklären, ist, glaube ich, nicht schwer. Wer sich die Mühe macht, die Sommertransfers zu betrachten, wer sich die Mühe macht, den Altersdurchschnitt, die vielen jungen Spieler, unsere vielen Verletzten, unseren gesamten Saisonverlauf einfach draufzuschauen, wird anerkennen müssen und wir zuallererst, dass wir in dem Prozess sind, uns zu finden, auch eine neue Spielidee zu finden, an der wir uns festhalten können, die uns Sicherheit gibt an der Struktur, an Verhaltensweisen individuell. Kaum sind Verletzte zurück, das zieht sich ja auch durch diese Saison, kaum kommt Marco Reus zurück, verletzt sich Rafael Guerrero, den wir, so habe ich das Gefühl, auch wirklich wahrscheinlich mit am schwersten vielleicht gar nicht ersetzen können in der derzeitigen Phase. Kaum gewinnen wir gegen Bayern München und denken, wir haben die maximale Verstärkung jetzt auf unserem Weg
kommt am nächsten Tag die Nachricht, dass wir die Vorrunde ohne unseren Torwart zu Ende spielen. Kaum ist Manny Bender auf dem Trainingsplatz zurück, meldet sich Nevin Subotić ab. So, es ist jeder Schritt, den wir glauben zu machen, wird sofort immer wieder auch mit einem Wermutstropfen vermischt. Und das gehört das alles zusammen und, glaube ich, erklärt, man kann das hier im Ruhigen und nüchtern betrachtet und mit dem nötigen Abstand kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut erklären, wieso das so ist. So, wir haben hohe Höhen, muss nur die Champions League dafür hernehmen, aber wir sind in der Lage, in der gleichen Woche uns in Ingolstadt beinahe zu verlieren und uns sehr, sehr schwer zu tun, 3 Tore zu kriegen und in dieser Woche das Gleiche. Und das zu wissen und das jetzt mit dem nötigen Abstand zu beurteilen, ist was anderes, als das nachher im Stadion am Samstag und halt dann am vergangenen Samstag zu fühlen oder auch nicht zu fühlen. Und deshalb ist es bleibt ja emotional. Also ich bitte Sie, am Wochenende werden über 80.000 kommen. Die werden hoffentlich nicht still auf den Sitzen, sondern das gehört doch mit dazu. Und deshalb ist das leicht zu erklären, aber nicht immer leicht auszuhalten. Anne van Eickels für den WDR-Hörfunk und danach Sebastian Kohlsberger von der BILD. Bist du überrascht gewesen, welches Medienecho bzw. auch welches Echo das bei den Fans hervorgerufen hat, diese Aussage von dir? Ja. Ausrufezeichen, ja, war ich schon überrascht, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass die Aussagen allein, die ich getätigt habe, nicht so schlimm sind, um die heftigen Reaktionen zu gerechtfertigen. Beschäftigt man sich im Nachhinein dann nochmal mit den Aussagen, die man getätigt hat und inwieweit setzen Sie sich mit der Kritik auseinander, die auch von außen kommt? Wenig bis gar nicht. Also ich setze mich natürlich in dem Maße damit auseinander, dass es ja für uns am nächsten Tag weitergeht und dass ich meiner Mannschaft natürlich objektiv auch aufzeigen muss, worüber ich mich geärgert habe und was wir deutlich besser können. Und natürlich gab es aber darüber hinaus, über die technisch-taktische Ebene hinaus, etwas, was ich vorher versucht habe zu erklären, was mir gefehlt hat. So diese Ausstrahlung, die ich behaupten würde, ich auch fühle, wenn sie da ist, an der Seitenlinie, wo du denkst, nein, heute nicht. Und selbst wenn ein Gegentor fällt, heute nicht. Wir verlieren das nicht. Wir sind heute wild entschlossen, alle miteinander, das auf unsere Seite zu biegen. So, und das ist am besten, wenn du das dann auch mit dem nötigen Abstand, mit einer Nacht drüber schlafen, dann am Sonntag mit deiner Mannschaft besprichst. Und das tun wir jedes Mal. Das tun wir auch, wenn wir gewinnen und die Mannschaft loben. Diese Aufarbeitung findet dann auch statt und die findet auch selbstkritisch statt. Das war noch nie anders. Aber die Reaktionen von außen dürfen dort in der Aufarbeitung, in der Trainingsarbeit mit der Mannschaft aus meiner Sicht keinen Einfluss nehmen. So, jetzt haben wir sehr, sehr lange über Frankfurt gesprochen. Vielleicht gibt es ja die Chance, auch über unser Spiel gegen Mönchengladbach, wir haben da eins, morgen, zu sprechen. Das wäre schön und wir gehen nochmal zu Anne van Eickels. Ja, was erwartest oder wünschst du denn von deiner Mannschaft und auch vielleicht von dir für das Spiel morgen? Ja, ich wünsche mir, dass wir das so auf den Platz bekommen, wie das diese Trainingswoche auch zu sehen war. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir das auch in der Emotionalität und in der Leidenschaft auf den Platz bekommen, wie in den 4 Siegen vor Frankfurt. Das ist die Basis für uns, über so die ganzen Dinge, die noch stocken und die ganzen Prozesse, die noch nicht so eingeschliffen sind, auch uns darüber wegzuhelfen. Und zwar darüber hinwegzuhelfen, auch wenn es mal im Spiel etwas klemmt und wir erwarten mit Gladbach einen sehr, sehr schwierigen Gegner, den ich völlig unabhängig von den zuletzt schweren Ergebnissen beurteile, nach taktischen Kriterien. Das ist sehr, sehr schwierig, gegen die Gladbacher ein Tor zu schießen. Die können sehr zäh und sehr ausdauernd und taktisch sauber verteidigen, sodass wenig Räume, in die du kannst. Und wenn du rein kannst, sind die nur sehr kurz da. Du musst ständig aufpassen, dass du nicht zu viele leichte Fehler machst. Am besten gar keine, weil mit Dahoud, Stindl, Raphael sind drei unglaubliche Umschaltspieler in den anderen Reihen bei Gladbach, die den ersten, zweiten Kontakt wahnsinnig sauber spielen, um ihre Konter einzuleiten. Musst du ständig auf der Hut sein und deshalb erwarte ich
eine emotionale Leistung, eine Willensleistung, aber auch eine hochkonzentrierte Leistung. Und ich erwarte, dass wir unser Herz in die Hand nehmen und die nächste Serie starten, das Publikum begeistern, dass diese Energie auch spürbar ist. Das können wir ja. Der Sportinformationsdienst, bitteschön. Ja, ich habe eine Frage von unserer Mutteragentur AFP aus Frankreich. Die würden gerne von Ihnen wissen, wie Sie die Entwicklung von Dembele im Moment sehen, wo er sich weiterentwickelt hat bis heute und wo er sich auch noch weiterentwickeln kann. Ich finde die Entwicklung außergewöhnlich, außergewöhnlich positiv. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit Usman. Usman spielt eine viel tragendere Rolle, als wir das ihm vorher zugemutet hätten oder geplant hatten. Er spielt vielleicht auch sogar schon so eine tragende Rolle, wie das vielleicht gar nicht immer gut ist in seinem jungen Alter und bei so einem großen Traditionsclub wie dem BVB. Vielleicht wäre für ihn auch manchmal vieles einfacher, wenn er im Schatten von Marco Reus, im Schatten von, hätte ich beinahe gesagt, Mkhitaryan und so weiter, sein Talent entfalten könnte. Das ist nun mal nicht so, deshalb liegt auf den Schultern von Usman und den anderen jungen Spielern, Christian Pulisic ist noch A-Jugendspieler, Felix Paslak, Mikel Merino, Emre Mor, liegt viel Verantwortung für unser Spiel, viel Verantwortung auch für den Erfolg und für das Erfolgsdenken hier im Club, und dafür macht es Usman absolut top. Es ist einfach ein Prozess für ihn auch, sich zu gewöhnen an Trainingsintensität, an die hohe Spielfrequenz, an die hohe Intensität in der Liga, an insgesamt eine professionelle Vorbereitung vor dem Training, Preparation und Regeneration und so weiter. So. Deshalb das, was er bisher geliefert hat, konnten wir nicht erwarten, haben wir nicht erwartet. Das ist Ausdruck seines großartigen Talents. Er ist voll integriert, weil er ein sehr, sehr offener, sehr frecher Charakter ist. Deshalb läuft die Kommunikation auch teilweise ohne Worte, nur mit einem Lächeln oder nur mit einem Scherz und so. Und deshalb ist bisher alles top. Daniel Berg für die Funke Mediengruppe. Wenn wir gerade bei Entwicklungen sind, würde mich interessieren, wie Sie das bei Marc Bartra sehen. Was gibt er der Defensive schon? Was fehlt vielleicht auch noch? Ja, bei Marc ist es natürlich ähnlich. Ein Spieler, der ist nicht einfach, finde ich, in der Ausgangslage, denn man sieht Marc, man sieht seine Vita, man sieht Barcelona, man sieht die Titel. Und man sieht sein Alter und die spanische Nationalmannschaft und erwartet vielleicht auch da zu viel von ihm, weil wenn man dahinter schaut, ist er auch eher natürlich mit einer neuen Situation konfrontiert, auch dort so viel Verantwortung für ein Spiel, für Stabilität, für Abwehrabläufe zu tragen. Dann kommt noch ein sprachliches Thema dazu, dass er wahnsinnig fleißig versucht, Deutsch zu lernen, aber das einfach auch schwer ist und er mittlerweile Deutsch ganz gut versteht, aber es in vielen Situationen auf dem Platz auch nicht immer ausreicht, es nur zu verstehen, wenn du derjenige bist, der gerade das Kommando geben sollte. Deshalb Marc macht sich, glaube ich, selber viel Druck, erwartet wahnsinnig viel von sich, so verhält er sich auch. Ich habe das auch schon mal, das schon mal erwähnt, dass zum Beispiel Seba und Sebastian Rode und Mario Götze und Marc Bartra uns eigentlich nur bestätigen in der Meinung, wie auf dem allerhöchsten Niveau gearbeitet wird, trainiert wird, top professionell, wie sie sich ernähren, wie sie regenerieren, wie fleißig sie sind, wie sie versuchen, wie aufmerksam sie sind in Sitzungen. Da sind die drei für uns eine große Inspiration, auch für unsere Gruppe, und sehr, sehr wichtig. Marc ist ein sehr integrativer Typ, ein wahnsinnig aufmerksamer Typ, der sehr, sehr viel will, und das, finde ich, merkt man seinem Spiel auch manchmal an. Marc würde am liebsten für uns auf der Torlinie verteidigen, sofort einen Gegenangriff einleiten, zwei ausspielen und den Pass direkt oberfertig zum Abschluss hinlegen. Und das ist was sehr, sehr Positives, aber das ist auch was Wildes in ihm natürlich, was auch nicht immer klappt. Und deshalb sind wir da auch sehr zufrieden, aber wir sind in der Phase, das zu,
soll ich sagen, zu beruhigen, so ein bisschen in eine Form zu gießen, dass es noch etwas berechenbarer wird. Und dazu gehört dann auch Kommunikation und Zeit. Zeit für eine Frage haben wir noch. Gehen zu Olli Müller, bitte. Ein Problem in dieser Saison ist ja vielleicht auch, es trat zumindest in mehreren Spielen mal auf, die fehlende defensive Stabilität. Ja. Haben Sie jetzt von dieser, nennen wir es einfach mal, rund erneuerten Mannschaft schon einen Eindruck, wo sie sich vielleicht am sichersten fühlt, in welcher personellen Formation oder taktischen Formation? Ja, nur nicht so ganz. Also es gab schon Zeiten, in denen ich mich sicherer gefühlt habe. Und die Mannschaft selbst auch. So, wir sind dabei, das natürlich unsere Eindrücke abzugleichen mit den Eindrücken auch unserer Spieler, weil du von außen nicht alles beurteilen kannst, wie es sich von innen anfühlt. Kriegen da aber schon jetzt Feedback und das Bild wird klarer. Klar, das ist natürlich so, dass dieses Bild, wenn ich Ihnen sage, dass das auch für mich, dieser Eindruck und das Bild noch nicht absolut geschärft ist, dann sprechen wir halt davon, dass wir das gerade schärfen, während halt eine Bundesliga-Saison läuft und während eine Pokalrunde läuft und während eine Champions League läuft. Und ich finde, so, da schließt sich ja der Kreis auch zu all den Themen, die wir gerade gesprochen haben, das ist halt genau der springende Punkt. Und so sieht unser Spiel dann auch manchmal aus. Manchmal schaut es sehr stabil aus, manchmal schaut es sehr flüssig aus. Manchmal schaut es sehr wackelig aus, manchmal sehen wir Verhaltensweisen, auch defensiv, die wir so auf gar keinen Fall sehen wollen, wo wir uns denken, da waren wir doch schon mal drüber, waren doch da eigentlich schon mal weiter und fangen da dann wieder noch mal ein bisschen davor an. Ich weiß nicht so genau, ob es in der Formation begründet liegt oder ob es in der Mischung, in den einzelnen Formschwankungen und so liegt, dass weiß ich jetzt nicht genau, aber wir versuchen auf jeden Fall Stabilität zu geben und Innenansichten auch zu berücksichtigen. Das tun wir schon eine ganze Weile. Und natürlich dann auch das noch in Beziehung zu setzen zu dem, was der Spieltag erfordert. Denn ein Spiel in Frankfurt ist komplett anders als ein Spiel zu Hause gegen Bayern. Und morgen das Spiel gegen Gladbach hat wieder ganz eigene Anforderungen. Und deshalb sind wir da dran. Vielen Dank dir, Thomas. Vielen Dank für das Interesse. Wir sehen uns morgen Nachmittag wieder im Signal Iduna Park. Bis dann. Tschüss.